Hi Leute, herzlich willkommen zum Monatsrückblick vom August 2019. Ja, beginnen werde ich mit Trackmania Play Your Map. Da hießen die Folgen Rake It Up bei Putifara. Und die zweite Map oder das zweite Video von Play Your Map hieß Return of the U bei Lorenz. Und ja, das waren die einzigen zwei Videos oder einzigen zwei Strecken, die ich in Trackmania Play Your Map im August gefahren habe, denn ja, irgendwie gab es da kein Interesse mehr und deswegen bin ich dann umgestiegen auf Map Building, also eine Strecke bauen, und ja, da baue ich nun eine PF Map, die dauert gute 60 Sekunden oder sollte genau 60 Sekunden dauern, und ja, da hießen die zwei Folgen, einfach geradeaus und schwerer Anfang. Ja, das sagt ja schon alles, denn eine PF-Map ist eigentlich nicht einfach zu bauen. Man muss immer wieder einen Block setzen, dann eine Strecke fahren, einen Block setzen, die Strecke fahren. Oder wenn der Block falsch gesetzt wurde, entfernen und dann einen anderen setzen oder ja, wie auch immer. Und das kann es halt ewig hinziehen. Der Anfang, die ersten 10 Sekunden, wo es nur geradeaus geht, ist noch relativ einfach. Aber irgendwann muss man halt mal die Richtung ändern und dann wird es etwas schwer. Aber das habe ich auch ganz gut geschafft. Also denke ich zumindest, wie man die letzte Folge gesehen hat. Und da geht es natürlich auch weiter. Am Mittwoch kommt dann schon die nächste Folge. Ja, die muss ich erst noch aufnehmen. bin mal gespannt, wie ich da mich anstelle, ob ich da jetzt wieder ein paar Meter schaffe oder nicht, denn ja, das ist ja dann runtergegangen, etwas abwärts, dann unter einer anderen Strecke hindurch oder unter den Anfang hindurch, und ja, dann kommt ein großer Sprung und dann, ja, lass mich überraschen, ich weiß selbst noch nicht, wo es hingeht. Ja, das war es erstmal mit Trackmania, Map Building oder Map Building in Trackmania, ja, so hört sich besser an, genau. Dann kommt euer absoluter Liebling mit den meisten Zuschauerzahlen oder Zuschauerviews, wie man es immer nennt. X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Da hießen die Folgen. Welche Baustelle darf es sein? Des Architekten-Albtraum. Mehr Schiffe. Beide Stationen werden fertig. Timelapse. Und die letzte Folge von heute, also quasi die habt ihr vor einer Stunde theoretisch gesehen oder vor Stunde wurde die veröffentlicht, sagen wir es mal so. Action mit der Aravan. Und ja, in der letzten Folge, kurz zusammengefasst, habe ich eine der vielen Stationen gebaut, die ich jetzt in Omicron noch erstellt habe. Und zwar habe ich eine Plankton-Tankfarm errichtet. Die hatte ich auch in meinen Let's Plays schon mal gebaut. Aber durch irgendeinen Bug oder durch irgendeinen Fehler im Spiel wurde die irgendwie nicht mehr fertig gebaut. Ja, und da blieb dann bloß ein komisches Skelett übrig von einer Station und das war nicht so schön. Und deswegen gibt es da jetzt quasi nochmal, ja, eine Wiedergeburt, eine Station. Ja, wie geht's weiter mit X-Ray Bird? Ja, momentan bin ich ja mit der Aravan in Heimat des Lichts unterwegs. Und versucht da ein bisschen Sprungantriebskühlmittel zu farmen, nenne ich es mal. Denn ich habe ja momentan 16 Einheiten und 16 ist keine schöne Zahl. Also 20 oder 25 wäre da besser geeignet. Also geeignet ist bloß eine Zahl, ist alles relativ. Ja, natürlich werde ich weitere Stationen in Omicron bauen, dass Omicron mal richtig wirtschaftlich vorankommt. Denn momentan, ja, ist es nicht so berauschend. Also nach der Plankton-Tankfarm muss ich theoretisch noch zwei weitere Stationen bauen. Zum einen werde ich eine Technocore-Teilefabrik bauen. Ja, und eine Station muss ich noch überlegen, muss ich noch ein bisschen analysieren, was hier in Omicron noch gebraucht wird. Und dann sehen wir weiter, was da noch so gebaut wird und was noch dazukommt und wie sich das Ganze so entwickelt. Ja, das war's erstmal mit X-Ray Bird, die 1-Stunden-Version. Dann geht's weiter zu Setter's Factory. Da hießen die Folgen, und das war nicht gerade wenig. Jetzt kommt alles auf einmal. Ein neues Fahrzeug kommt. Computer sind teuer. Das neue Gebiet. Strahlung. Es reicht erst einmal.
eine besondere Folge. Die Ölsuche. Und die letzte Folge, die am Donnerstag kam, die Computerfertigung. Ja, also das neue Gebiet und Strahlung, und es reicht erst einmal, da war ich wirklich sehr viel unterwegs, habe Festplatten gesammelt, habe glaube 11 oder 12 Stück gesammelt, ich weiß nicht mehr, ich glaube eher 11 waren es, wenn ich mich nicht arg täusche. Und dann, ja, ich glaube, es reicht erst einmal, und bei eine besondere Folge oder was nur bei eine besondere Folge, ich weiß es nicht mehr ganz genau, da habe ich die ganzen Festplatten analysiert. Analysiert und ohne I, Ü und habe dann ja quasi anhand der Blueprints, die ich dann quasi freigeschalten habe, oder der Rezepte, habe ich dann mir meine Computerfertigung auf dem Blatt Papier zusammengebaut oder schon mal ein paar Skizzen gemacht, was ich jetzt brauche, wie viele Fabriken, was es produzieren und Rohstoffe und so weiter und so weiter und so weiter. Da gab es insgesamt 3 Entwürfe, und ja, der erste Entwurf, da hätte ich glaube ich 600 Quarz gebraucht oder sowas, oder ein bisschen mehr, ich glaube 680 oder 690 Quarz, ich weiß nicht mehr. Das wäre da ein bisschen zu viel gewesen. Dann beim zweiten Entwurf hätte ich glaube ich 1600 Öl gebraucht. Ja, ordentlich, wirklich ordentlich. Und jetzt bei dem jetzigen Entwurf, wo ich jetzt bin, sind es 945 Öl, 90 Eisenerz, 270 Kupfererz, 240 Katheriumerz. Und das ist doch relativ übersichtlich, aber auch eine gute Region gefunden, wo ich das Ganze bauen werde. Beziehungsweise die Grundrisse der Station, oder der Station sage ich, haha, nicht X-Repair, sondern bei Satisfactory sind wir ja. Die Grundrisse der Fabrik sind ja schon gebaut. Es fehlt eigentlich bloß noch die Plattform oder Ölplattform oder wie man es immer nennen will, für die Raffinerien. Denn da brauche ich, wie viele Raffinerien? Ich habe es irgendwo aufgeschrieben, 32 Raffinerien. Ja. Aber ich denke, ich werde eher 33 bauen, eher eine mehr, damit wirklich genügend Kunststoff, beziehungsweise Gummi wird produziert, genügend Gummi dann zur Verfügung steht. Ich habe mir da schon ein bisschen was überlegt, wie ich das Ganze dann zu der Fabrik hinleiten werde, auch wieder über so eine Förderbrücke, wie ich es auch schon mal bei meinem Zentrallager gemacht habe, so in etwa. Und ja, damit kann die Station, ach, sag ich über die Station, kann die Fabrik dann auch irgendwann mal ihren Betrieb aufnehmen, wenn ich dann auch mal genügend Strom habe, denn ja, ich brauche Strom. Ich könnte nochmal schauen, dass ich irgendwo Kohlekraftwerke finde, oh Gott, das kommt schon ganz genau, Kohleerzlager meine ich, und dann nochmal einen Miner draufstelle, beziehungsweise ein Kohlekraftwerk daneben hin baue, das dann nochmal genügend Strom erzeugt, denn mit der Computerfertigung kann ich die Brennstoffgeneratoren freischalten, die quasi Ölfässer oder Treibstoff benötigen, und es wäre doch wesentlich effizienter als die komischen Kohlekraftwerke, die erstmal gar nichts bringen. Also bringen schon was von Anfang, aber auf Dauer sind die Brennstoffgeneratoren doch wesentlich effizienter. Ja, das war es erstmal mit X-Rebirth. Ach Gott, das kommt schon wieder ganz durcheinander. Ja, ich habe vor ein paar Minuten X-Rebirth aufgenommen, deswegen. Nee, das war es erstmal mit Satisfactory, wollte ich sagen. Und ja, das war es erstmal für den Monatsrückblick vom August 2019. Ich würde mal sagen, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, sehen wir uns in der nächsten Folge, beim nächsten Monatsrückblick, beim nächsten Let's Play, beim nächsten Spezialvideo, beim nächsten Map-Building-Video, beim nächsten X-Rebirth-Video wieder. Also macht es gut. Bis dann. Ciao.